Hi Leute, schön, dass ihr in dieses Video reingeklickt habt. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Heute geht es einfach um Vorfreude auf den Release. Am 7. Dezember kommt es raus. Und zwar für PC, Xbox Series X und S und die PlayStation 5. Ja, also falls ihr auch Konsolenspieler seid, das Game kommt eben auch für euch raus. Und heute möchte ich mit euch in diesem Video über 8 Gründe sprechen oder einfach 8 Aspekte, warum ich mich auf dieses Game freue. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, warum ihr euch drauf freut. Und falls ihr mehr zu Rogue Trader wissen möchtet, schaut gerne im Kanal vorbei oder lasst es mich auch unten wissen. Dann kommt in Zukunft noch mehr Content zu diesem Game, besonders auch wenn es rauskommt. Ich freue mich drauf und das ist Grund Nummer 1, weil es eben das Warhammer 40k Universum ist. Viele haben gesehen, ich möchte mich auf dem Kanal jetzt auch ein bisschen mehr mit Warhammer beschäftigen und für mich ist Rogue Trader einfach, ja, zumindest potenziell ein sehr guter Einstieg in dieses Universum, denn ich versuche immer mehr darüber zu lesen und über viele verschiedene Spiele was drüber zu erfahren. Ich habe schon viele Warhammer Games gespielt, aber ich verspreche mir jetzt einfach durch dieses CRPG, dass ich noch mehr Charaktere kennenlernen kann, noch mehr über die Welten kennenlernen kann, die es da so gibt und natürlich über das Rogue Trader Dasein. Aber ich denke, das Spiel wird als klassisches RPG einfach viel bieten, was das angeht. Also viel Dialoge, viel Einblick in die Lore aus verschiedenen Blickwinkeln. Und darauf freue ich mich einfach, weil ich eben mehr mit diesem Warhammer-Universum in Kontakt treten möchte, um es mal so zu sagen. Also nicht wie E.T., aber halt irgendwie als Gamer, ne? Ihr wisst schon. Das zweite ist eigentlich die Charakteranpassung und Entwicklung. Es ist jetzt nicht so, dass ich andere Rasse, ein anderes Volk spielen könnte als Humanoide in dem Game. Das bedauere ich ein kleines bisschen, weil ich spiele gerne immer solche Beast-Völker. Aber, oder hätte ich jetzt in dem Fall gerne zum Beispiel Orks gespielt oder was in der Richtung. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Könnte ja vielleicht auch mal noch was kommen in Zukunft, dass man auch andere Völker spielen können wird. Aber bisher begnüge ich mich einfach damit, dass wir doch eine recht umfangreiche Charaktererstellung haben. Wir können optisch auch Anpassungen machen. Wir können einen eigenen Avatar kreieren und den hochladen. Da überlege ich mir auch schon was zu tun. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und als nächstes natürlich, dass man die Hintergründe einfach auch einstellen kann. Das konnte man ja auch schon bei manch anderem Warhammer-Game, zum Beispiel bei Darktide, sogar auch, wobei halt viele Games, die wir bisher hatten, mehr in Richtung Action angelehnt waren und eben nicht so ein klassisches Rollenspielerlebnis. Das ist das erste Game im Warhammer 40k Universum als CRPG. Und deswegen freue ich mich einfach, hier mehr zu entdecken und einfach versuchen, wieder ein bisschen mehr Roleplay zu machen an dem ganzen Ding. Habe ich schon länger nicht mehr so gemacht, deswegen ist es für mich wieder frischer Wind ein bisschen und ich freue mich einfach auf dieses Abenteuer. Das nächste ist, und das spielt damit dazu, das ist Nummer 3, nämlich taktische und strategische Kämpfe. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen angefangen, Echtzeitstrategie zu spielen mit Realms of Ruin. Das habe ich auf dem englischsprachigen Warhammer-Kanal gemacht, den ich gerade noch ein bisschen betreibe. Allerdings ist es dort ein ziemlich hartes Feld auf Englisch. Aber ich habe doch Spaß in diesem Game, obwohl es jetzt nicht der Übererfolg gewesen ist anscheinend, also laut Umsatz. Aber ich mag einfach jetzt auch mal wieder ein bisschen was anderes zu machen als dieses typische Action-Kampfsystem, was ich jetzt häufig in Games hatte. Deswegen gerne auch mal wieder Rundenkampf, rundenbasiert einfach taktischer vorzugehen. Ich habe gerne auch Spiele wie Divinity Original Sin zum Beispiel gespielt oder damals Neverwinter Nights und solche Sachen. Das hat mir eigentlich gefallen. Dungeon Siege zum Beispiel auch oder auch Planescape Torment, also Icewind Dale und solche Sachen. Ich habe das früher gezockt, ist allerdings schon eine ganze Weile her und ich freue mich einfach darauf, mal wieder in Kontakt zu kommen mit diesem Genre nach einigen Jahren Pause. Und ich verspreche mir einfach, da ich das Kampfsystem ja auch schon behandelt habe in einem Video, verspreche ich mir recht viel Spaß davon. Als nächstes haben wir natürlich die interaktive und reaktive Spielwelt, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Denn es soll ja tatsächlich so sein, dass ihr Entscheidungen treffen könnt. Und die Entscheidungen haben eben Einfluss auf euer Spielerlebnis. Wie verläuft die Story? Wie wird das Ganze enden, was ihr da zockt? Wie entwickelt sich zum Beispiel euer Ruf bei Händlern oder euer Profit Factor beim Handeln? Was ist mit euren Kolonien? Insgesamt einfach, welche Nebenschauplätze gibt es und wie werdet ihr darüber entscheiden und wie werdet ihr euch verhalten? Und je nachdem, was ihr da macht, wird es einen anderen Verlauf nehmen. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend und besonders in einem CRPG, in einer CRPG-Umgebung verspreche ich mir einfach viel
davon, irgendwas zu erleben, was mich tatsächlich auch ein bisschen mehr mitreißt als meistens diese, naja, halbgare Actionkost, die ich jetzt häufiger erlebt habe. Als nächstes gehen wir auf vielfältige Begleiter und Crewmitglieder ein. Da verspreche ich mir eigentlich auch sowas, wie ich schon gesagt habe, was die Story angeht, einfach durch diese Crewmitglieder. Da gibt es ja auch ganz verschiedene, ne, die ihr da spielen könnt, beziehungsweise die ihr erleben könnt, einfach als Charaktere. Und ihr werdet einfach auch von einem Space Marine zum Beispiel erfahren, ein bisschen mehr, was bei ihm so der Hintergrund war. Er ist ja der einzige Überlebende, dieser Charakter, den ihr spielen könnt, in Rogue Trader zum Beispiel, ja, oder diesem Pascal zum Beispiel. Das sind einfach Charaktere, die mich neugierig gemacht haben, weil man dann jeweils über deren Background mehr erfahren kann im Spielverlauf. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte hier. Der sechste Grund, der mich neugierig gemacht hat, ist insgesamt der ganze Schiffscontent. Ihr werdet ja mit eurem Rogue Trader Schiff durch die Sonnensysteme reisen können. Also nicht nur von einem kleinen Planet mal zu einem anderen kleinen Planet, sondern wirklich Sonnensysteme anscheinend. Und einfach viele Welten entdecken können. Und da freue ich mich einfach drauf, mehr zu erfahren von dieser Welt und was diese Planeten alles bieten und was es da für Leute gibt und was es da für Machtstrukturen und Möglichkeiten gibt. Das gefällt mir sehr gut, natürlich auch in Kombination mit dem Handel und den Kämpfen. Wird ja auch was mit dem Warp zu tun haben, da wird man auch im Raumschiff kämpfen müssen wohl. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Aspekt. Das Vorletzte, was mich mitgerissen hat, ist einfach die Atmosphäre, die ich von Warhammer 40k kenne und schätze. Also einfach das bisschen Düstere, auch der typische Soundtrack, auch mal mit so einer orgelmäßigen Musik und so. Das fand ich immer cool, dass es auch so ein Universum hier gibt für uns, was ein bisschen dunkler, wüster ist, einfach böser ist als diese hellen und freundlichen Sonnenscheinwelten. Ich mag eigentlich solche dunkleren, düsteren Settings sehr gerne, wo es auch mal ein bisschen mehr Gore gibt. Und das bringt natürlich Warhammer 40k definitiv auf den Punkt. Hier wird nicht nur irgendwie Tee getrunken und Kaffeeklatsch gemacht, sondern hier geht's auch mal richtig zur Sache und es wird auch mal richtig bös und das kommt mir einfach ein bisschen realistischer vor als so manch anderes Gedudel, was man so bekommt beim Gaming. Deswegen auf jeden Fall, hier bin ich heiß drauf. Und mein achter und letzter Grund ist einfach, dass ich mir von diesem Spiel verspreche, auch mal ein bisschen mehr Entspannung zu finden, denn wenn man jetzt natürlich Action-Games spielt am Feierabend oder später noch, ich plane ja auch dieses Spiel mal teilweise abends, nachts zu spielen. Ich hoffe auch, dass ich es mal streamen kann. Und da verspreche ich mir einfach ein bisschen mehr Ruhe und auch ein bisschen mehr einfach runterzukommen, dass mich das Spiel ein bisschen abbremst vom beschleunigten Alltag, anstatt dass mich Action noch weiter hier auf Trab hält. Und deswegen freue ich mich einfach mal wieder, ein anderes Genre zu erleben, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Aber wie gesagt, jetzt am Ende dieses Videos schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr euch hier vorstellt und worauf ihr euch am meisten freut bei Warhammer 40k Rogue Trader. Seid ihr dabei, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr dabei seid, dann schreibt in die Kommentare, der Imperator beschützt. Bis zum nächsten Video, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und auf Wiedersehen.